Hallo zusammen, schön, dass ihr heute beim digitalen Lesebären dabei seid. Ich bin die Christine und lese euch heute Weggepustet von Rob Biddulph vor. Es geht um den Pinguin Blau und sein Abenteuer. Frisch ausgepackt, mein erster Drachen. Was kann ein Pinguin wohl damit machen? Der Drachen steigt, stark bläst der Wind. Pinguin Blau wird fortgeschwind. Kommt schnell und helft mir, Flo und Bert. Sie werden beide mitgezerrt. Hoch in der Luft, seht, wie sie fliegen. Ein kleiner Zug von Pinguinen. Nur keine Angst, denn hier kommt Wilbur. Doch nein, auch er hängt an der Zugschnur. Blau sieht einen Bären, der heißt Hermann. Jetzt hängt er auch noch an der Schnur dran. Was für ein Schreck, oh wei, oh weh, es geht hinaus auf hohe See. Durch Regenfall, durch Sonnenschein, sie sausen flugs bis Wolke 9. Tief unten, nichts als ganz viel Meer, dann Land in Sicht, ruft Hermann Bär. Ein Eiland, wild und voller Grün, dorthin sehen wir die Freunde ziehen. Tschüss Drachen, hallo Wald und Tier, wir lassen los, hier kommen wir. Welch schöner Ort, sagt Blau beglückt, auch wenn das Wetter etwas drückt. Bert will zu Mama, Hermann nach Haus, doch kommen sie hier jemals raus? Ihr Reisenden, habt guten Mut, mit Blaus Idee wird alles gut. Das Boot und Laub, Liane dran, der Wind trägt uns nach Hause dann. Wir brauchen Wind, wer schiebt uns an? Am besten, wer gut pusten kann. Das wisst ihr alle, das kann natürlich der Elefant am besten. Sie gleiten kühn durch wilde Fluten, ein Dreifach hoch auf die fünf Guten. Moment mal, ist da einer mehr? Kannst du ihn sehen? Wo kommt er her? Zu Hause gibt's ein Wiedersehen. Ach, ist das schön, auf Eis zu stehen. Ein neuer Drachen vor dem Haus. Och nö, sagt Blau, ich geh nicht raus. Nochmal mach ich mich nicht zum Affen, zum Fliegen bin ich nicht geschaffen. Da fliegt der Affe wieder nach Hause. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Bis bald, pfiat euch.